Dieses Tutorial erklärt euch die möglichen Systemeinstellungen innerhalb des Mate Desktops. Es gibt einmal hier unter Verwaltung die Möglichkeiten vom Partition Editor über Netzwerk neue Printer hinzufügen, neue Drucker hinzufügen, die Möglichkeit also entsprechend den Rechner zu administrieren. Rechner werden entweder erkannt, wenn sie im Netzwerk hängen oder wenn sie lokal am Rechner selber über USB oder andere Verbindungen angehängt wurden. Dasselbe gilt für Scanner. Man kann Software nachinstallieren. Unter Users and Groups findet ihr die angelegten Benutzer LabDo und Student. Hier werden dann auch die Passworte geändert. Also hier solltet ihr dann zum Beispiel möglichst schnell das voreingestellte LabDo-Passwort so abändern, dass nur Lehrer das entsprechend kennen. Unter Preferences kann man zusätzliche Hardware-Treiber nachinstallieren. Wenn das System allerdings funktioniert, würde ich mit den frei verfügbaren Treibern arbeiten, weil diese zusätzlichen Treiber sind oft proprietär und da haben die Entwickler von Linux-Team keinen Einfluss drauf. Aranda ist ein Werkzeug, wenn ihr zum Beispiel einen zweiten Monitor anschließen wollt oder mit einem Beamer arbeitet, könnt ihr die Auflösung entsprechend übereinander legen. Dann gibt es für die Tastaturen auch eine entsprechende Möglichkeit, weitere Layouts hinzuzufügen. Dasselbe kann man übrigens hier oben dann auch erreichen. Und da gibt es also extrem viele Tastaturen, entweder nach den Ländern geordnet oder auch nach den Sprachen geordnet, je nachdem, welchen Weg man also hier einschlägt. Da gibt es natürlich dann, gerade zum Beispiel für Marokko, Französisch, Arabisch, Berber und so weiter, muss man schauen, welche Tastatur die richtige ist und man kann das Layout auch ausdrucken, wenn man dann lernen möchte, wie die Tastaturen liegen, weil die meisten Rechner aus Deutschland halt mit deutschen Tastaturen kommen. Internetzugänge, das Look and Feel kann geändert werden. Also wir haben uns jetzt hier für dieses Windows-ähnliche Layout entschieden, aber man kann auch jederzeit das Layout ändern, für Sehbehinderte kontrastreicher gestalten. Man kann weitere Layouts aus dem Internet nachladen. Man kann den Rechner aussehen lassen wie ein Apple oder wie andere Systeme. Das ist sehr, sehr flexibel handhabbar. Einstellungen der Programme. Und was auch noch öfter gebraucht wird, sind Spracheinstellungen, Language Support. Da könnt ihr dann weitere Sprachen zusätzlich installieren. Dazu muss der Rechner aber auch online sein. Wir haben also Deutsch und Englisch vorbelegt. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, also weitere Sprachen hinzuzufügen, anklicken, anwenden, Systempasswort eingeben und dann kann das installiert werden. Die Logik ist dann so, ihr seht hier eine Reihenfolge, das ist wie eine Prioritätenliste, ein Stack. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Rechner auf Deutsch umstellen möchte, nehme ich Deutsch, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe das oberhalb von Englisch, lasse es da los. Das erfordert ein bisschen Übung, wenn es falsch ist, fällt es wieder runter. Jetzt habe ich also Deutsch oberhalb von Englisch. Wenn ich das jetzt systemweit anwende, mich einmal abmelde, einmal anmelde, dann ist das System im Anschluss auf Deutsch. Ich mache das jetzt mal wieder rückgängig. Manche Sprachen sind nicht komplett übersetzt, also je kleiner die Community, desto lückenhafter die Übersetzung und dann habt ihr halt so einen afrikanisch-englischen Mischmasch oder einen thailändisch-englischen Mischmasch, je nachdem halt welche Sprachen ihr da verwendet. Je größer die Community, also die großen Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch etc., die sind sehr vollständig übersetzt. Es gibt dann hier das Control Panel, wenn ihr alles auf einen Blick haben möchtet, die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, dann könnt ihr über das Control Panel gehen und hier habt ihr dann alle Einstellmöglichkeiten auf einen Blick und könnt da also Bluetooth und WLAN und alle möglichen Dinge administrieren. WLAN geht übrigens auch hier oben dann, wenn es installiert ist, wird es da auch angezeigt. Ansonsten müsst ihr euch einfach mit den Handbüchern, die aufgespielt sind, beschäftigen. Es gibt hier in dem Welcome Center noch verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr euch auch mit der Technik näher beschäftigen. Es wird dort eine Führung durch den
Mail-Desktop angeboten, aber auch die Kontakt zur Community und zu Chaträumen, wo man sich weitere technische Tipps holen kann. Danke und viel Spaß mit dem Rechner.